Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, bevor ich zu den traurigen Zahlen komme, vielleicht ein Blick in die Medienwelt. Wie schaut Schule aus? Da kann man natürlich die Feuerzangenbowle anschauen. Heinz Rühmann, Pfeiffer mit 3F, kennt wahrscheinlich kaum einer mehr. Sie sind alle zu jung. Ich wollte ja nur wissen, wie alt Sie sind. Und das ist natürlich gut so, dass Schule oder Lehrer auf dem Katheterstand so nicht mehr existiert. Man kann natürlich in den Medien heute auch in den Film gehen, Fuck you Goethe, Teil 1 2013, Teil 2 2015, Teil 3 2017, gibt es alle drei Teile. Und da ist vielleicht nicht so viel falsch, wenn man diesen Film anschaut. Da wird schon Schule relativ gut wiedergespiegelt. Nicht der Lehrer, ich meine der Elias Mbarek, der dann sich entsprechend wehrt. Das kann der jetzige oder Lehrer in unserem Schulsystem nicht, soll er auch nicht. Aber wir sehen hier schon, wie Schule hart ist. Und um jetzt wieder zum Ernst des Themas zu kommen, es stimmt, wir haben alle Formen von aggressivem und gewalttätigem Verhalten inzwischen an Schulen. Von der Sachbeschädigung über die verbale Attacke, über Telefonterror, über Bespucken zur richtigen starken körperlichen Gewalt. Wir haben es im Übrigen an jeder Schulart, es ist keine Schulart davon ausgenommen, und auch bereits in jeder Altersgruppe. Und wir sind in der Verantwortung, der Freistaat ist in der Verantwortung, dass nicht nur Schülerinnen und Schüler einen sicheren Lernort haben in der Schule, sondern auch die Lehrkräfte einen sicheren Arbeitsplatz. Und dafür, da muss ich jetzt schon sagen, versucht dieser Antrag der Grünen, eine verlässliche, zahlenmäßige Grundlage zu bilden, und dem verweigern sie sich. Und mit wirklich Gründen, die man nicht nachvollziehen kann. Weil natürlich ist es notwendig, dass wir im Schulleben respektvoll miteinander umgehen, dass wir die entsprechenden Präventionsmaßnahmen haben, aber sie verweigern sich, den Sachstand sachlich zur Kenntnis zu nehmen. Und das muss man einfach sagen. Und Frau Kollegin Trautner, das ist einfach lächerlich, wenn Sie sagen, ja, wir haben ja doch die Maßnahmen und wir haben jetzt einen Bericht, welche Präventionsmaßnahmen und Hilfemaßnahmen haben, und da ziehen wir Rückschlüsse daraus. Das kommt mir genauso vor, wie wenn ein Mediziner sagt, wir stellen jetzt fest, wie viele Pflaster wir brauchen, wie viel Verbandsmaterial wir brauchen, aber wir weigern uns, eine Statistik aufzustellen, wie viele Brandwunden und wie viele Schürfwunden und wie viele Schnittwunden wir haben. Und um das geht es doch in diesem Antrag. Natürlich, es geht in diesem Antrag zu erfassen, welche Art von Gewalt an Schulen erlebt wird, und da weigern sie sich. Es gibt null Material. Man kann natürlich auch ans Haus des Kultusministeriums sagen, das ist ja nicht ein Einzelfall. Das ist wirklich, glaube ich, mit des das Ministerium, das am wenigsten von Zahlen hält, wahrscheinlich, weil sonst auch bei den Lehrern mehr rechnen müssten, dass die Stellen stimmen. Aber es ist wirklich so, sie weigern sich, zahlenmäßig zu erfassen, was in ihrem Haus los ist. Und es kommt einem schon so vor, sie wollen es vielleicht gar nicht wissen, was in ihrem Haus los ist. Und wenn ich dann höre, ja, die erheblichen Vorfälle müssen ja dem Schulleiter gemeldet werden und müssen ja dem Ministerium oder dem Ministerialbeauftragten gemeldet werden. Da kann ich dem Kollegen Gehring nur recht geben, und ich war Schulleiterin. Ein Lehrer wird sich 100-mal überlegen, weil ich bin als Chef auch der, der ihn beurteilt. Und ich will doch keine Weicheier an meiner Schule. Und das wird er doch aushalten, dass er da mal ein bisschen Gewalt erfährt. Das ist sowas von beliebig. Das ist sowas von beliebig, wenn der Schulleiter feststellen muss, was er weiterleitet. Und auch ein Lehrer wird sich 100-mal überlegen. Und Entschuldigung, wenn ich ein Schulleiter bin, der noch Karriere machen will, dann werde ich es auch dem Ministerium nicht unbedingt melden, wie es an meiner Schule zugeht. So ist es. Das ist keine Unterstellung, das ist Erfahrung.
Nein, dann gehen Sie raus in die Schulen, dann reden Sie mit den Schulleitern und dann ist das so. Und von dem her unterstützen wir natürlich diesen Antrag. Wir unterstützen im Übrigen aber auch den BLLV bei seiner Mission Haltung zählt, das Manifest Haltung zählt, ist wunderbar und auch das vernachlässigen wir nicht. Aber dass man sich weigert zu erfassen, was an den Schulen punkto Gewalt gegen Lehrer los ist, das ist einfach unprofessionell.